Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online und wir schauen uns heute mal die Eventwoche an, was es alles so gibt und wir fangen einfach mal an mit dem neuen Podiumfahrzeug. Der Jester Classic ist der neue... Nee, jetzt hör auf! Classic, schauen wir mal, was wir hier bekommen am Glücksrad. Einmal ordentlich drehen hier, ja. Mit ordentlich Schwung. Und was bekommen wir? Wir bekommen, na, das Auto werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Wir bekommen ein T-Shirt. Zu diesem Auto nochmal, das ist ja ein Klassiker und es ist ja jetzt auch in dieser Eventwoche das neue Premium-Rennen. Da eignet sich dieses Auto auch wirklich hervorragend. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Wir schauen uns einfach mal ganz kurz rein, einen kleinen Ausschnitt. Wir spielen heute das Premium-Rennen Macht 2 Kreuzt. Uiuiui, mit dem Windschatten, da rutschen wir. Aber wir sind dabei. Also die... Oh, nein! 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 Nee, jetzt hör auf. Das ist ja schräg. Was geht denn da ab? Egal, aber ich bin Erster, Leute. Was geht denn da ab? Genau, da habe ich eben mit diesem Auto, habe ich das Rennen gewonnen. Natürlich sehr, sehr knapp. war eine ganz schön steile, naja, sage ich mal, Angelegenheit. Ne? Das war eine ordentliche Aufholjagd. Und dann gibt es auch noch zwei andere Premium-Rennen. Einmal das RC Bandito-Rennen, da können wir jetzt mal ganz kurz reinschauen. Wir spielen heute das RC Bandito-Zeitrennen. Oh, ich muss mich nebenbei wieder konzentrieren. Da rein. Dreh. Fußgänger. über die Bank drüber. Über die Bank drüber. Ist ja geil. Hier sieht man schon ein bisschen meine Spuren, wo ich geübt habe. Und währenddessen ich hier noch ein bisschen da den neuen Klassiker auf dem Podest präsentiere, können wir sich auch noch das neue Zeitrennen anschauen. In der Wüste. Wir spielen heute das Zeitrennen. Die Türe muss ich jetzt aber noch schließen, ey. Also, ich kann nicht fahren, wenn die Beifahrertüre so offen ist. Boah, was denn? Also, wo ich geübt habe, war nicht so... Da war bei weitem nicht so viel Verkehr, wo ich geübt habe. Die wollen es mir aber echt nicht leicht machen. Können wir abkürzen? Ja, und wenn ich euch jetzt ein bisschen Lust, ein bisschen Hunger gemacht habe auf diese drei Rennen, ich habe sie alle einzeln abgefilmt, das ist sozusagen so eine kleine Vorschau. Das habe ich jetzt auch irgendwie generell vor, jede Woche, wenn eine neue Eventwoche kommt, dass ich quasi so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Trailer machen werde, wo ich dann einfach mal die Videos herzeige, so Ausschnitte von den Videos, die ich aufgenommen habe. Und dann seht ihr einfach so, was in der kommenden Woche quasi noch so an Videos auf meinem Kanal erscheinen wird. Irgendwie so in dieser Form werde ich das Ganze jetzt mal angehen. Das ist jetzt einfach mal so der erste Versuch. Ihr könnt ihr mal schreiben, wie ihr das Ganze findet. Mit so kleine, ja, so Ausschnitte von den Videos, die eben quasi noch kommen. So ein bisschen so aus Werbung oder wie man es halt auch sieht. Auf jeden Fall, das war jetzt mal die Eventwoche von den Rennen. Und dann gibt es natürlich auch noch doppelt Geld und RP auf Gegnermodi und auf so andere Missionen. Aber daher mich die nicht interessieren, zeige ich die auch nicht her. Denn ich filme nur das eigentlich, was mich auch zum Teil halt zumindest ein bisschen interessiert. Oder was ich halt persönlich auch ein bisschen gut finde. Weil nur das, was man selber gut findet, kann man auch ordentlich machen. Das ist einfach so mein Motto. Und darum zeige ich diesmal eben diese drei Rennen her. Die machen mir Spaß und jo. Das war es jetzt mal gewesen sein von der kurzen Vorstellung von der Eventwoche. Haut rein, euer Duzi und ciao.